Weil manchmal ist der Fußball so. Es geschehen Dinge, die man nicht immer verstehen kann. Rafael Guerreiro. 4 Scorerpunkte nach 6 Spielen. Beziehungsweise 5 nach 7 Spielen. Nach 8 Spielen. So. Der HSV ist letzter. Da müssen wir eigentlich schon mit viel Druck spielen, so wie ich es jetzt auch zu Hause spiele, finde ich. Die werden halt moralisch gesehen jetzt nicht auf dem besten Niveau sein. Da muss man die halt immer und immer wieder unter Druck setzen. So zumindest meine Ansichtssache. Beziehungsweise so ist zumindest meine Philosophie. Wie ich finde, wie man das regeln sollte. Drei Spiele, dann ist die Hinrunde zu Ende. So, was könnte man denn jetzt machen? An der Aufstellung. Irgendwas ändern? Eventuell. Nee, geschehen sie nicht. Götze kann bleiben auf der Position. Und eigentlich. Ach, vielleicht komm. Tolian für Piszczek und Toprak für Sokratis. Philipp darf auch mal spielen für Guerreiro. Der kriegt auch mal eine kleine Pause. Bei so einem großen Kader muss man halt auch mal ein bisschen rotieren. Mindestens diesen einen Punkt sollten wir schon locker schaffen. Also es würde mich schon sehr wundern, wenn wir dieses Spiel verlieren sollten. Kopenhagen hatte noch keinen einzigen Angriff über rechts. Interessant. Nach einer Viertelstunde und das war gerade eine Riesenchance für Kopenhagen. Okay, ich nehme es zurück, dass es so einfach ist. Es wundert mich nur, dass sie so eine unfassbar gute Rolle spielen in unserer Gruppe. Hätte ich jetzt in diesem Ausmaß nicht unbedingt erwartet. Sehr schön, Ober. Nach einem Abwehrfehler, aber egal, Hauptsache Tor. Husk zum Freistoß. Warum sind die alle so nervös? Wir führen doch. Klar, wir machen jetzt nicht gerade unser bestes Spiel, aber da muss man noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. Toll. Auch noch verdient, das ist das Schlimme. Die sind alle nervös, was ist denn los mit euch? Wollen die hier noch rausfliegen als Dritter oder wie? Bisschen aggressiv werden hier. So, kann doch nicht wahr sein.
Ich erwarte auf jeden Fall eine viel bessere zweite Halbzeit. Komm jetzt, ein guter Konter, das wäre doch was. Nicht so. Wow. Ein Tor von Kopenhagen und wir sind nur Dritter. Und genau das ist gerade eingetreten, wie ihr sehen könnt. Wir sind doch so heimstark. Wie kann das denn sein, dass sie sowas hier anwenden? So ein Spiel hier anwenden. Alle sind nervös, auch bei der Führung. Das könnt ihr doch nicht antun. Mir und allen anderen. Sehr schön, Castro. Ich bleibe jetzt bei dieser offensiven Spielweise. Ich will dieses Spiel gewinnen, ich lasse mir das nicht bieten. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu offensiv. Einen Moment. Nee, das ist vielleicht ein bisschen zu offensiv, wenn ich mir gerade das so hinten ansehe. Außer wir gehen jetzt in Führung, was wir jetzt auch tun. Perfekt, so will ich das sehen. Kontrolle. Wir sind sogar jetzt Erster, ist doch perfekt. Meine Güte, so geht das. Doch, wir sind Erster. Die Punkte wurden noch nicht dazu gerechnet. 4:2, Entscheidung. Na, ja, fast das 5:2. So. Jetzt haben die hier mal alles hier rausgeballert. 5:2, Batra. Aber jetzt, meine Leute, so macht man das, ja? Mann, Mann, Mann. Sehr schön. So will ich das sehen. So, vielleicht mal die Dynamik auf dynamisch machen und enger decken. War am Ende schon knapp, trotz des Ergebnisses. Aber Hauptsache weitergekommen. Und jetzt müssen wir beim HSV wirklich einfach mal eine gute Leistung zeigen. Auswärts beim HSV müssen wir jetzt eine gute Leistung zeigen. Anu Shang zu Guangzhou Evergrande, okay. Gerne. Ich mag Nuri, aber der hat halt keine Chance mit uns. Vor allem jetzt, wo Goretzka zu uns wechselt. Da hat er sowieso keine Chance mehr.
Genau, jetzt kommt mal wieder die Stammelf in Anführungsstrichen. Da schon, da stand Kehl. Sebastian Kehl. Hab mich schon gewundert. Sebastian Kehl ist bei uns Scout oder was auch immer. Das wäre mir neu. Also wäre ich auch gerne. So würde ich auch gerne in der Tabelle stehen. Mit so einer dominanten Leistung. So. Ich denke mal, dieser Mannschaft gehe ich jetzt in das nächste Spiel beim HSV. HSV. Hier leider 18er sind. Also ich will nicht, dass die absteigen. Dafür ist der Verein einfach zu groß. Eine zu große Stadt. Wäre schon schade, wenn die in der... Wenn die absteigen würden. Eine Millionenstadt. Ich glaube, Hamburg hat ja 1 Million, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Also 1 Million Einwohner. So eine Stadt in der zweiten Liga. Lieber nicht. Schade. Gehalten von Julian Polasbeck. Jetzt auf Aubameyang, sehr schön. Passt den eigenen Spieler an, in die Hacken. Sehr schön. Leitet damit den Konter von Hamburg ein, der jetzt bestimmt reingeht. Das war knapp. Warum rede ich jetzt berlinerisch? Oba! Perfekt. Schön da durchkombiniert, ein schöner Abschluss von Pierre-Emerick. Man muss sich trotzdem auf der Zunge zergehen lassen, wie viele Tore er in der Saison schon hat und wie viele Chancen er aber trotzdem schon vergeben hat. Also... Das ist schon unglaublich. Schön gehalten. Aber trotzdem machen wir wieder ein schlechtes Spiel auswärts. Wie immer. Das war unfassbar riskant, was sie da hinten gemacht haben. Aber es ist nochmal gut gegangen. Also würde ich mal nicht meckern. Es kommt wie immer gar nichts von unserer Mannschaft. Sehr schön. Ich kann nicht auf Aubameyangs Namen klicken. Egal, mach ich es dann später. Ich gehe jetzt mal auf Kontrolle. Kurzpassspiel. Okay. Mal gucken, ob das was bringt.
Ja, Molenko wieder angeschlagen. Du weißt leider nicht, was genau er hat. Weil bei einer, na, keine Ahnung, bei so einer kleinen Gesichtsverletzung oder so, da kann man ihn ruhig mal weiterspielen lassen, wenn er halt behandelt wurde. Aber wenn es irgendwas am Knie ist, dann würde ich ihn ungern durchspielen lassen. Weil da halt immer mal was passieren kann. Ui, knapp. Ah. Nicht dein Ernst, wirklich. Da lassen die den so frei im Strafraum. Da kann ich auch nichts als Trainer machen. Ist doch so, oder nicht? Und jetzt geht Kostic schön an dem Flügel vorbei und Hand macht das nächste Tor. Klar, klar. Warum soll das auch anders laufen? Ne? Dabei läuft es in der zweiten Halbzeit besser als in der ersten, wo wir geführt haben. Irgendwann macht es keinen Spaß mehr, wenn ich ehrlich bin. Es macht keinen Spaß, wenn man weiß, wie die Spiele ausgehen. Zu Hause weiß ich, ich gewinne, auswärts weiß ich, ich verliere. Vielleicht eine der besten zweiten Halbzeiten, die ich bis er hatte in der Saison, wenn ich mir die Statistiken ansehe. Und dann sowas. Unglaublich, unglaublich. So, jetzt noch ein Spiel und dann war es das mit der Hinrunde. Dann haben wir Goretzka, können mal vielleicht mehr Stabilität reinkriegen im Mittelfeld. Wer weiß, ich habe keine Ahnung. Aber natürlich. 24 Gegentore. 21 davon auswärts. Zu Hause 3 Gegentore. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass nur weil wir auswärts spielen, wir so dermaßen schlechter spielen. Also wirklich so unglaublich schlechter. Gegen Juve spielen wir, okay. Hätten ruhig mal einen
leichteren Gegner kriegen können, so als Tabellensieger. Es gibt halt keinen einfachen Gegner der Champions League. Vor allem nicht mehr in der K.O.-Phase. Hoffenheim hat es geschafft, Bayern hat es geschafft und Leipzig leider nicht.